Lose-lose conversations, I'm about to lose patience. So, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum neuen Video von Bades Baumdienst. Henny. Was steht an? Fällung. Geht's um den Baum? Nein, es geht um den Baum. Da haben wir eine angerissene Kiefernkrone. Und gesichert haben wir uns aber über den. Da haben wir das Einfachseil sozusagen eingeschossen und das Doppelseil dran hochgezogen. Warum machen wir das über Doppelseil und sichern uns nicht direkt über das Einfachseil? Kann sein, dass ich mir ein bisschen Spannung aufbauen muss. Und das geht natürlich über die Umlenkung deutlich besser, als wenn du mit dem Einfachseil hast. Weil der Kandidat ist relativ schräg, das wird er von oben noch besser sehen. Da müssen wir den Riss stark übersteigen, damit wir keine Lastspitzen raufbringen. Heißt also, ich muss den stark übersteigen, heißt also, wir müssen irgendwie die ganze Sache entspannen. Wir werden auch wieder mit zwei Regenrollen arbeiten, um die Last zurück zum Stamm zu bringen und so weiter. Naja, ihr seht das alles. Oh, nicht so viel labern, machen wir es mal. Hier seht ihr jetzt, bauen wir noch eine Umlenkung ein, dass der Druck, wenn wir nachher da hinten arbeiten, hier wieder Richtung Stamm geht. Und hier haben wir den Riss schon. Dann haben wir die Lastspitzen schon mal verringert. Dann nehme ich eine ganz andere Hausnummer. So, da seht ihr. So, ja, noch den Anfang hier vom Einfachseil. Da haben wir jetzt einfach den Rope Gate dran geknallt. Kann man jetzt auch eine Rolle nehmen, ganz einfach mit Karabiner, was auch immer. Ist quasi egal. So, jetzt kann ich mal eine kleine Rolle mit nach oben nehmen. Wie ihr seht, ist der Riss durchgängig. Hier geht's weiter, der Spaß. Da wir da jetzt sogar weg müssen, brauchen wir die schicke Sicherung. Ein bisschen Kleinscheiß, den ich so runterschmeiße noch. Deswegen ist es wichtig, dass man zum Beispiel hier seine Kurzsicherung in so einer Situation auch als zweites System nutzen kann, dass du das nämlich wirkend anbauen kannst und dir hier einen stabilen Punkt suchst, wenn du auf einem eigentlich schon fast horizontal gewachsenen Ast stehst. Ja, und jetzt versuche ich mal da drüben noch ein Ding aus dem Gemüse rauszukriegen. Das war mein Plan, da drüben das Zeug aus dem Gemüse zu kriegen. So, jetzt baue ich die Rolle ein. Ja, das habe ich mir hier oben erstmal gesichert. Nicht so viele Möglichkeiten, mich zu bewegen. Warte mal. Ja, aber den will ich hier noch aus mir sichern.
Darum geht es mir erstmal, dass ich mich hier ein bisschen bewegen kann. Jo. Ja. Zum besseren Stehen, auch noch einen kleinen Haken stehen, was man ja normalerweise nicht macht, wegen alles Mögliche verhängen. Aber ist halt immer so eine Situationssache. Ne? Spezielle Situationen erfordern spezielle Maßnahmen. Ich habe jetzt hier den Puschel hier genau vor mir eingehängt. Schon mal viel besser aus. So, vielleicht seht ihr jetzt auch mal besser, was ich meine mit Lastspitzen umlenken. Ne? Die Lastspitze geht jetzt immer noch zurück zum Stamm, zum Hauptstamm und zieht hier nicht die gesamte Spitze nun. Solange wir jetzt in einer kleinen Dinger reinhauen, ist das ideal. Aber nachher, wenn wir jetzt hier den Frontteil reinjagen, dann ist das nicht mehr. Da seht ihr übrigens den letzten Grund, warum wir hier waren und überhaupt den Riss entdeckt haben. Der Ast hat das alles schon kaputt gemacht. Spannungsdreieck plus schöne Haltepunkte für Bein. Hier hinten wird es nochmal ein kleines bisschen beschissener, weil natürlich der Winkel immer gerader wird.
Stopp. Warte mal, du. Du, der da gerade guckt. Genau. Ja, du. Vom Apple da. Seh ich doch. Du hast doch noch ja nicht abonniert. Aber jetzt, ne? Und Glocke drücken. Ja? Den darfst du in meinem Namen mal so richtig den Arsch aufreißen. Geh mal nach vorne, Henrik, ich warte. Naja, Henrik, wenn der einfach an unseren Häcksler geht, dürfen wir auch einfach auf sein Grundstück. Das ist relativ einfach erklärt, ne? So, also Thema 1, kreativer wird es heute nicht mehr. Kann ich euch gleich zeigen, warum. Da sind wir, da haben wir umgelenkt. Hier bin ich jetzt. Den Scheiß müssen wir noch wegkriegen. So, da drunter muss natürlich wieder Zeug sein, ist klar. Aber, Thema 2, wir wundern uns gerade, warum der Häcksler von alleine wieder angeht. Und der häckselt, obwohl keiner am Häcksler ist, weil Henrik und Leo sind unter mir. Der Nachbar gegenüber. Ist das jetzt weggerannt? Henrik hat ihn jetzt verfolgt, also der ist hinter sein Haus gerannt, hat sich versteckt, behauptet gerade, er hat nichts gemacht. Schmeißt unseren Häcksler an und schmeißt seinen Zeug da durch, wenn wir hier hinten arbeiten. Aber das habe ich auch noch nicht erlebt. Dann das erklär mal, wenn was passiert, der Versicherung. Haha! Oh, was hat er dir denn für Geschichten aufgetischt jetzt da? Alter, dem müsstest du sowas von irgendwie jetzt eine Anzeige an Hals ballern, eine Rechnung über ein paar Messer, irgendein Scheiß, keine Ahnung was. Da geht noch hier auch noch mal hin, Alter. Das ist ja, da krieg ich ja richtig Hakenkreuze. To lose patience, said this in the basement. I can't front now. It's taking everything in me not to say shit. So much fake shit ever since I made it. I won't ever be quiet cause I'm famous. Y'all gon' hate this. Yeah. This ain't no average Joe shit. This is everyday Russell. Joe got the day job. That's an everyday struggle. This for all the slow rappers who subliminally diss. You can add it, you can text it, but you'd rather be bitch. But it's hard to hear the hate over these waves crashing. I think your time is up. I think your waves crashing. All that fake catching you promoting. Shit is all talk. The difference is my life is still lit when I log off. Pussy, go ahead. Lose conversations. I'm about to lose patience. Said this in the basement. I can't front now. It's taking everything in me not to say shit. So much fake shit ever since I made it. I won't ever be quiet cause I'm famous. Y'all gon' hate this. Fuck these fake alliances. I don't be buying shit, it's not in my interest. You be window shopping, I be buying it. I'm fly shit, just keep in mind what position you in. If you lucky, I might make a song and diss you again. And when I say you, I meant you too. They call me Bono. Rappers sending subtweets. Rappers stealing logos. Rappers feeling jumpy, then bounce, pussy pogo. This gon' get the billion streams. It's for the rappers who need promo. This for rappers who need other rappers' hooks to go bronze. This for rappers who need other rappers' shows to go on. Go on. These for rappers who still suck still. 6 years later, you still stuck still. Still on the uphill. There's some rappers who won't be here by the next June. There's some rappers who still asking for some leg room. I just give them half a ball like they give themselves. I kick back and watch these losers go and kill themselves. Lose, lose conversations. I'm about to lose pay. Lucian. Prost. Ja, weil wir natürlich standesgemäß unser schickes neues Mikrofon nutzen, wa? Genau so ist es. Schicke Ding. Ein schickes Ding. Ja, die Kiefer war auch ein schickes Ding, habt ihr ja gesehen. Mal wieder eine schöne Bogenlampe gewesen. Ja, der war da, gut. Ja. Also gibt ja immer viele, die sagen, die klettern die Dinger nicht und das auch zu Recht. Also ich sage mal, da musst du schon viel Erfahrung haben, um die Dinger zu klettern. Ja. Da zählt auf jeden Fall Klein Pike Small, weil
umso weniger Lastspitzen du in die Dinger reingibst, umso besser. Gerade wenn dann so eine Anbrüche sind, wie wir es in dem Fall hatten, oder halt die schon irgendwie einen anderen Schaden haben, selbst wenn sie keinen Schaden haben, das ist natürlich eine unheimliche Belastung darauf, eine unheimliche Holzspannung schon drin. Also von daher kannst du da jetzt nicht, kannst dir eigentlich keine Fehler erlauben, groß. Da muss schon. Ja, eigentlich ist das eine tickende Zeitbombe. Denn du wirst ja nie. Ist er jetzt schon. Wir nehmen selber. Ja. Denn du wirst ja nie, ist er tatsächlich jetzt schon vielleicht so am Limit. Oder hat er auch noch Luft? Kannst du ja schlecht mit dem Baum sprechen. Also ist in dem Fall auf jeden Fall immer Vorsicht, die Boten. Und auf jeden Fall immer viel Feingefühl, würde ich sagen. Ja. Ihr habt ja mitbekommen, dass wir ein paar Probleme hatten auf der Baustelle. Ich war ja dann auch so leicht ungehalten. Prost, darauf muss ich erstmal gleich nochmal eintrinken. Ja, genau. Also ihr habt ja so ein bisschen am Rand mitbekommen. Da gab es einen Typen, der Nachbar gegenüber. Von dem, wo wir da waren. Und der hat dann einfach mal unseren Häcksler angeschmissen, Feuer geben und sein Zeug drin geschmissen. Wir waren ja nur auf dem Grundstück. Ich hab das ja nicht mitbekommen. Ich dachte ja, von den Jungs häckselt einer, bis Leo plötzlich meinte, ne? Wer häckselt eigentlich gerade? Ich kick runter, ja, sind ja beide da. Ja, das war letztendlich war wirklich so gewesen. Wir standen quasi, also wir waren den Tag zu dritt unterwegs, wie wir jetzt sowieso fast immer unterwegs sind. Wir standen hinten auf dem Grundstück, alle zusammen. Leo und ich waren unten. Bastian oben auf dem Baum und auf einmal fängt der Häcksler an, Holz zu häckseln. Und ich gucke Leo so an und Leo kickt mich komisch an und ich denke mir, na ja, okay, da wird wohl noch irgendwas im Häcksler drin gewesen sein. Und Leo hat das angelassen, aber hat er nie. Leo hat den Häcksler ausgemacht, da lief auch nichts mehr und wir hatten uns auf der Baustelle auch noch darüber unterhalten und uns fragend eigentlich amüsiert, wie das zustande kommen kann. Ja, so blöd kann keiner denken. Genau, und wir haben uns eigentlich keinen... Wirklich, also obwohl es ja eigentlich ja keine andere Variante gab, das konnte sich keiner vorstellen. Sag mal, geht doch keiner an den Häcksler, macht den jetzt an und genau, schiebt aber durch. Da kommst du im Leben nicht drauf. Nee, da kommst du im Leben nicht drauf und auch darauf sind wir danklich nicht gekommen. Also wir haben uns eigentlich ja keinen Reim draus machen können, weil so bekloppt kann man ja nie denken. Und Leo ist dann nach vorne gegangen? Genau, Leo hat sich dann wieder ein paar SC geschnappt und lief nach vorne. Und genau in dem Moment, wo Leo um eine Ecke kommt und schon zum Häcksler gucken kann, sieht er den Typen über eine Straße rennen, auf sein Grundstück rauf und sich hinter irgendeinem Busch verstecken. Und in der Zeit nagelte natürlich der Häcksler schon wieder das neue Holz durch, weil er da schon wieder reingeworfen hat. Das war kein Einzelfall. Er war das erste Mal da, da haben wir ihn nicht gesehen. Und dann kam er tatsächlich noch mal ein zweites Mal und machte das wieder. Ja, da fällt dir gar nichts so ein. Also das ist wirklich mittlerweile, das hat ein Level erreicht, schon die Dreistheit der Menschen, dass du das kaum ihnen erklären kannst. Ich stell mir nur mal vor, der Typ wäre da mit reingerissen worden und meine, der Häcksler, der zieht den da einfach mit rein. Ohne Probleme. Ja, ist ja schwer verletzt, irgendwas. Genau. Keine Ahnung. Die hat schon Kommentare bekommen. Ja? Wir hatten jetzt die Woche mit der Welle ein Problem. Die ist gebrochen. Beim First. Von der oberen Antriebswalze. Und da haben schon welche jetzt natürlich gesagt, naja, kannst ja die Rechnung mal an den Typen stellen. Wer weiß, was der da drin geschoben hat für den Scheiß. Ne? Ja, ja. Also das ist schon... Theoretisch haben sie recht. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, aber wissen tust du dir auch nicht. Nee, du weißt das nicht, das ist keine Frage. Das ist aber da in dem Moment nie passiert und da steht ja sowieso Aussage gegen Aussage. Zumal ja das im Grunde ja bis fast zum Schluss... Also Henrik ist dann hingegangen. Er hat die ganze Zeit dementiert, so, also ich sag mal so ein bisschen Assi-TV-mäßig. Mhm. Was wollt ihr eigentlich von mir? Bla bla bla. Na? Also, naja. Ich hatte ja dann versprochen, das habt ihr ja gehört, dass ich da auch nochmal hingehe. Habe ich ja auch gemacht. Und in dem Moment kam auch seine Frau zurück. Die war anscheinend unterwegs und ja. Hatte ich sie beide nochmal darauf angesprochen, in meiner gewohnten netten Art. Nee, ich war Tatsache unfreundlich, weil ich das für mega frech gehalten habe. Und dann kam aber von ihm auch wieder die gleiche Aussage, ich weiß ja nicht, was ihr von mir wollt und so weiter und so fort. Und seine Frau guckte natürlich ganz komisch, weil die wusste ja von ja nichts, weil die gerade erst kam. Dann habe ich nur noch zu ihr gesagt, na gucken Sie doch mal auf dem Grundstück, ob da irgendwelche Äste fehlen. Und das war so die letzte Aussage. Genau, und dann sind wir wieder weg gewesen. Dann sind wir wieder weg gewesen und dann hatten wir nur noch zusammengeräumt und wollten eigentlich gerade fahren. Ne? Da kam er wieder an. Mhm. Hey, kannst du mal herkommen? Genau. Hat er sich entschuldigt? Genau, tut ihm so leid und... Ja, er hätte ja mal fragen können, er weiß. Ja, mindestens. Also schon ja nicht an Hacker. Es geht kein Fremder, ob es ein Kunde ist oder sonst irgendwas. Kann ich übrigens auch nur jedem wärmstens ans Herz legen. Bestückt unseren Hacker. Maximal davor legen und wir hacken dann.
Ja. Kein nicht eingewiesenes Personal, kein irgendwer. Ja, genau so ist es. Egal wie gut wir den kennen, sonst irgendwas, wenn es nicht jetzt direkt. Vor allem ist es doch im Grunde ja kein Problem. Ich meine, wenn wirklich einer mal eine Kleinigkeit hat, irgendein Nachbar oder sonst irgendwas, und der einfach fragt, ist es eigentlich kein Problem, dass man sagt, du pass auf, kein Problem, pack das hier hin, wir häckseln das durch und dann ist gut. Das kostet uns eigentlich ein Lächeln. Ja? Aber diese Art und Weise, das geht überhaupt gar nicht. Also das ist komplett unterirdisch. Ja. Ja. Vor allem, also das ist ja wirklich, also ich sag's mal geradeaus, ein feiges Schwein. Ja. Sich denn da hinterm Busch zu verstecken und zu dementieren und sonst irgendwas. Ja. Was ist das denn? Ja. Also ganz ehrlich, wenn du eine Scheiße gebaut hast und dann dabei unordentlich bist. Dann musst du dafür gerade stehen, ganz einfach. Ja. Dann musst du eben kurz den Kopf dafür hinhalten, dir eine Schelter einholen, aber sagen, gut, okay, ich hab die Scheiße gebaut und er tut mir leid, aber das auch wirklich bis aufs Messer, obwohl man denjenigen auch noch gesehen hat. Und er wusste ja, dass wir ihn gesehen haben. Ja. Deswegen ist er ja weggerannt. Naja. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Highlight gewesen, wieder an dem Tag. Kleine Anekdote aus dem Alltag. Alter. Naja, in diesem Sinne. Wir verabschieden uns. Adios. Amigos. Bis zum nächsten Mal. Bleib stabil. Genau. Tschüss. Achso, PS. Ihr könnt ja noch mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier von unserem geilen Mikrofon haltet. Henrik, Bade, was sagen Sie dazu? Ich find's schön. Ist es nicht schön? Ja, es ist schön. So, jetzt aber. Schluss, ab ins Bett. Genau.